Hi Twitch! Was geht, Twitch? Lange nicht mehr gesehen. Seid ihr gut drauf? Geht's euch gut? Ich habe richtig Bock, heute zu streamen. Aber irgendwie seid ihr nicht so gesprächig. Moin YouTube, was geht ab? Hey, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir haben heute was ganz Spezielles vor. Und zwar habe ich ein kleines Experiment. Ich habe mir einen neuen Account auf Twitch gemacht. Der hat aktuell 0 Follower, 0 Viewer und 0 Potenzial, irgendwie groß zu werden. Ich würde auf jeden Fall gerne wissen, wie viele Follower schaffe ich in einer Stunde auf diesem neuen Kanal zu bekommen. Ich habe mich ganz gut vorbereitet. Der Account heißt Echte Reefed und mein Titel ist Die Echte Reefed in Klammern wirklich sagt Hallo. Ich hoffe, dass das die Leute halt überzeugt, wirklich kurz reinzuschauen. Ich habe keine Ahnung, wie ich vorgeschlagen werde, aber wir haben 21 Uhr. Es ist quasi basically Twitch Primetime. Ich habe für das Ganze eine Regel aufgestellt und zwar, ich darf keine Werbung auf keinen meiner Kanälen machen. Weder auf Instagram, noch in meinem eigenen Twitch-Chat, noch auf Twitter. Ich darf nirgends was posten. Ich weiß gar nicht, warum ich Kopfhörer drin habe. Ich höre legit nicht. Okay, meine erste Idee ist relativ simpel. Follow ist gleich 1000 Euro. Wir probieren das jetzt mal. Bis jetzt hat noch niemand in meinen Chat geschrieben. Ist irgendwie doof, wenn niemand da ist zu streamen. Okay, zweite Taktik. Was extrem Kontroverses reinschreiben, damit Leute in den Stream kommen und sagen, dass es nicht stimmt. Wir schreiben jetzt was rein, was niemand denkt. Basti, GHG ist scheiße. Das denkt doch niemand, oder? I want to offer promotion of your channel, viewers, followers, views, chats, bots. The price is lower than any competitor. Ich glaube, das ist ein Bot. Aber er hat sich direkt angezogen gefühlt von Bastis Scheiße. Follow me, please. Can you follow me? Then I will go to your website. Follow me, please. I will look if you follow me. Follow me, please. Neue Taktik ist, wir brauchen einen neuen Titel. Die echte Reefed wirklich sagt Hallo funktioniert nicht. Wir schreiben was Neues. Wer followed, bekommt 5 Euro. Wir sind 2 Zuschauer, jetzt sollte ich... Scheiße, aber es sind auch schon 7 Minuten. Okay, die leichten Sachen haben alle nicht funktioniert. Wir schalten jetzt um. Kommt in meinen Stream, kommt in meinen Stream. Ich mache nur Poolstreams. Hey, ich spiele mit meinem Ball. Ich liebe es, in meinem Zimmer einen Pool aufzustellen, weil das macht unfassbar viel Sinn. Hey, kann jemand reinkommen? Kann mir jemand folgen? Da ist jemand. Hi, was geht, was geht, was geht? Das ist ein echter Stream. Übrigens kein echtes Tattoo. Falls ihr euch gewundert habt, habt niemanden gejuckt. Eine Eilmeldung für zwischendrin. 76% der Leute, die meine Videos schauen, haben nicht abonniert. Wenn ihr abonniert hättet, hätte ich über 1 Million. Ob ich das jemals schaffe in meinem Leben nach, keine Ahnung, 10 Jahren YouTube, man weiß es nicht. In dem Sinne, ich würde mich sehr freuen, falls ihr ein Follow da lasst, falls ihr öfter mal meine Videos schaut. Vielleicht klappt es ja irgendwann mal mit 1 Million. Hier sind angeblich 5 Viewer. Sind hier auch wirklich 5 Viewer? Wieso schreibt dann keiner was rein? Das ist demotivierend. Jetzt sind es nur noch 3 Viewer. Mann, mein Content ist auch gut. Was wollt ihr denn noch von mir? Ich habe literally einen Greenscreen und eine Hotdog-Streamerin. Okay, ich mache jetzt einfach die Taktik. Ich warte, bis wir ein gutes Vorschaubild haben. Das wird, glaube ich, alle 20 Sekunden aktualisiert oder so. Oder alle 30 Sekunden aktualisiert. Ich weiß es nicht genau. Wir machen das jetzt einfach so, dass alle Leute, die das Vorschaubild bekommen, reinschauen werden. Anstrengend, weil ich stehe nur auf einem Bein. Hallo. Das funktioniert nicht, so eine Scheiße. Das ist einfach nur gruselig. Ich habe noch immer 0 Follower, aber hier sind 3 Leute außer mir. Jetzt sind es nur noch 2. Erkennt mein Setup. Bitte erkennt es. Ich bin die echte Reefed. Was ist da los? Hallo, Vemrilo Fox. Willkommen in meinem Stream. Bitte bleib da. Bitte. Ich mache eine Challenge. Und ich habe 0 Follower. Und ich will nicht aufdringlich sein, aber es wäre Hammer, wenn du mir folgen könntest. Jetzt schreibst du nichts mehr und ich bin beunruhigt, dass ich dich verschreckt habe. Oh, komme raus aus einer zermürbenden Runde Helldivers. Gib einen Follow. Nimm einen Follow. Kurze Pause für den Hammer-Sponsor dieses Videos. Und zwar arbeiten wir wieder zusammen mit Schub. Der eine oder andere von euch erinnert sich eventuell. Ich habe vor grob 1,5 Jahren schon mal mit Schub zusammengearbeitet. Dort habe ich für 10.000 Euro meinen Mods Sachen von deren Amazon-Wishlists gekauft. Diesmal könnt aber ihr was gewinnen. Schub ist eine Cashback-Seite mit über 2.200 Partnern. Das ist ein ganz einfaches Konzept. Basically, ihr kauft was und ihr kriegt, wenn ihr das über Schub kauft, ein bisschen Geld zurück. Das ist kein Scam. Das funktioniert einfach dadurch, dass Schub eine Provision bekommt, wenn ihr über deren Link was kauft. Und davon kriegt ihr einfach einen Teil des Geldes zurück. Auf der Website von Schub könnt ihr auch konkret nach
Partnern suchen, wie zum Beispiel Asus, und ihr seht, da gibt es gerade 1,4% Cashback. Es gibt auch ein super cooles Schub-Plugin, da wird euch einfach, wenn ihr auf eine Website geht, angezeigt, ob da Schub gerade Cashback hat oder nicht. So, jetzt mal ein kleiner Trick für euch. In der Beschreibung ist ein Link, das ist mein Registrierungslink. Wenn ihr euch bei denen neu anmeldet, bekommt ihr direkt 10 Euro extra Cashback. Das heißt, wenn ihr für über 10 Euro bestellt, beispielsweise für 11 Euro bei Lieferando, Uber Eats, irgendwo was zu essen oder auch egal wo, kriegt ihr 10 Euro zurück. Also bestellt euch einfach für 11 Euro eine Pizza und gönnt euch die 10 Euro zurück und habt ihr gut gegessen für 1 Euro. Und jetzt nochmal interessant zu den Wishlists. Schub hat mir 5000 Euro gegeben, die ich random an euch verschenken kann von euren Amazon Wishlists. In der Beschreibung ist ein Doc, da sind alle Infos. Ihr müsst euch nur bei Schub anmelden und eure Wishlist reinschicken und dann könnt ihr mitmachen. Und falls wir in 10 Tagen 2000 Anmeldungen schaffen, kriege ich nochmal 5000 Euro. In dem Sinne, schickt gerne die Wishlists ein. Ich freue mich. Hast du eine Idee? Hast du eine Taktik, wie ich das schaffe? Ich zeig dir noch eine Taktik, okay? Ich hatte noch eine weitere Taktik. Kannst mir sagen, was du von der hältst, okay? Also, ich habe nicht noch eine Taktik, ich habe noch sehr viele Taktiken, aber das ist meine nächste. Okay. Nimm den Fünfer und kauf dir die Pommes mit Joppi-Soße auf meinen Nacken. Amarillo Fox, Shoutout. Alle in die Kommentare schreiben, Amarillo Fox, der oder die einzig wahre. Wenn du Epilepsie hast, musst du jetzt abschalten. Nein, nicht abschalten. Sag mir, wenn du Epilepsie hast. Ich kann das nicht. Das wäre ein zu großer Hit, wenn du abschaltest. Mikalonia. Ich musste dreimal gucken. Ich brauche gar keine Taktik. Jetzt läuft's langsam. Herzlich willkommen im Stream. Das ist meine neue Taktik, damit mehr Leute mir folgen. Folgt mir. Folgt mir bitte. Und was sagt ihr? Ist auch eine Taktik, oder? Würde direkt nochmal folgen. Mach das bitte nicht, weil dann entfolgst du mir. Ich möchte jetzt nicht aufdringlich sein, Mika, aber mir fällt auf, dass ich immer noch nur einen Follower habe. Ich will jetzt hier nichts erbetteln oder so, aber... Ja! Der zweite Follower! Statt sagt, hallo, bitte schreiben wir wieder rein, was ganz Kontroverses. Ich muss Leute richtig angreifen. Ich liebe Dubai. Ich liebe Dubai! Es sind jetzt 20 Minuten rum, in denen ich live bin. Ich habe 2 Follower, das ist an sich... nicht schlecht, aber das ist nicht das, wo ich hin wollte. Deswegen kommt jetzt Phase 2, die Geheimwaffe. Ich weiß nicht, ob es funktioniert und es ist technisch gesehen kein Cheaten, weil es bringt mir keine Follower, aber es hilft vielleicht ein bisschen. Bam! Ein Laptop. Bam! Zweiter Laptop. Bam! Dritter Laptop. Bam! Vierter Laptop. Fünfter Laptop. Und Geheimwaffe. Das iPad. Ich werde jetzt einfach mit jedem dieser Geräte meinen Twitch-Stream aufmachen und hoffen, dass ich dann besser gerankt werde, weil mir mehr Leute zuschauen. Und dann kommen hoffentlich mehr Leute rein. Das probiere ich jetzt. Oh Mann! Das sind halt nicht alles meine Laptops, sondern auch von meinen Freunden und ich habe die Codes nicht. Aber irgendwie ist mein Zuschauer-Account nicht hochgegangen. Da steht immer noch 5. Das sieht so sketchy aus mit diesen ganzen Laptops im Hintergrund. Sieht aus, als würde ich in so einer Zentrale arbeiten. Ich mach illegales Bitcoin-Mining. Basti ist gerade live und hat 7,8k Zuschauer. Meine Taktik war eigentlich nur, dass ich nicht mit meinen Accounts Werbung mache. Aber mit echte Reef-Werbung zu machen, war nicht verboten. Okay, gehen wir kurz zu Phoebe. Okay, da kann ich es reinschreiben. Hi, ich bin die echte Reefed. Ja. Meinte, man muss eine Lösung finden, dass die irgendwie... Oh mein Gott, die hat eine Spinne in der Hand. Sehe ich jetzt erst. Schlank kann man doch auch eingefrorene Mäuse geben, oder? Schreiben, hä? Oh mein Gott, vielleicht funktionieren. Es hat jemand auf mich reagiert, einer von den Mods. Aber ich glaube, das heißt eher, dass er mich bannen möchte. Okay, Alter, schreibt, darf ich ein Foto mit dir machen? Aber sie kommen nicht in meinen Stream. Ich schreibe einfach nochmal rein. Ich bin echt. Das ist so ein richtiger Opfermodus. Ich bin echt. Nee, es ist halt nicht eine einzige Person rübergekommen. Nicht mal der Mod, der mich getaggt hat, kam noch mal kurz in den Stream zu checken oder so. Hi, ich bin die echte Reefed. Kann man wirklich. Ich muss es persönlicher machen. Ich schreibe hin, hi Isa. Das sieht so botmäßig aus, wenn ich das so reinschreibe. Als ob, schreibt einer. Guck mal, die schreiben alle als ob. Ey, no way. Wirklich? Warum? Aber wie auch keiner gucken geht. Jetzt guck doch bitte nach. Guck doch bitte nach. Vertrau. Ich schreibe einfach Vertrau. Ich mach coole Jugendsprache. Mann, sie glauben mir alle nicht. Was mache ich denn, Chat? Mit Chat meine ich die 2 Leute, die mir gerade hier reinschreiben. Oh mein Gott, echte Reefed. Er will mich bannen, weil ich Reefed nachmache. Ich bin echt. Pamabu. Hast noch eine Chance. Oh mein Gott, mir hat noch jemand gefolgt. C1611 ist mir gefolgt. Let's go. Pamabu.
Trust. Ich schreibe mir einfach Trust, weil ich will nicht sagen, komm jetzt in meinen Stream und guck, weil ich sag, wie es ist, da würde ich mich selber wegbannen des Todes. Abgelehnt! Pamabu, wirklich, deinen Namen merke ich mir, Pamabu. Das merke ich mir. Pamabu, Mann! Was soll ich machen, wenn du nicht glaubst? Oh Mann, ich wurde gesperrt! Pamabu, warum? Scheiße! Ja, komm, ich hätte es auch gemacht, wenn ich Mod gewesen wäre. Ey, ich sage euch, wie es ist. Ich hätte es auch gemacht. Ich hätte auch gedacht, bitte halt einfach die Klappe. Dann nur noch in Caps, Mann. Ich wäre auch so, Bruder, bitte. Bitte halt die Klappe. Es sind 4 Follower inzwischen. Und wir sind bei 37 Minuten. Heißt, wir haben noch die Hälfte ungefähr der Zeit. Und es läuft ab jetzt richtig gut. Es sind 3 Follower in 2 Minuten gewesen. 10 Zuschauer, Leute. Hau mal deinen Channel-Link raus. Schon die 1000 geknackt. Du kennst mich ehrlich nicht, ne? Du hast wirklich keine Ahnung, wer ich bin. Oh Mann, ich habe immer noch im Titel stehen. Wer folgt, bekommt 5 Euro. Oh, scheiße. Ja, schreibt mir auf Twitter, komm. Schreibt mir auf Twitter, ich schicke euch die 5 Euro. Stosses, vielen Dank für den Follow. Ab jetzt läuft's unnormal. Meine Taktik, eine Sekunde. Ich muss mich kurz umziehen. Achtung. Reefed in Bikini-Taktik. Das ist nur mein Gesicht. Das soll nicht nur mein Gesicht sein. Meint ihr, es funktioniert? Was ein angenehmer Tag am Strand. Noch 5 Follower und ich ziehe mich aus. Wir haben 9 Follower. Oh, 13 Zuschauer. Wir machen jetzt nochmal die Reuden-Taktik. Die räudige Taktik. Und zwar jetzt ist die Zeit bei Hugo vorbei. Und jetzt schreiben wir nochmal bei Hugo und bei Basti in den Chat, okay? Da muss man auch einfach skrupellos sein. Seid es bitte nicht, wenn ihr ein neuer Streamer seid. Macht bitte keine Eigenwerbung, weil ihr werdet einfach nur weggebannt und danach gehasst. Hi, Hugo und Chat. Ich bin die echte Reefed. Egal, wie ich es schreiben will, das kommt, also wirkt so oder so scheiße. Mein größter Traum wäre halt, dass Hugo zum Beispiel drauf eingeht. Dass Hugo dann laut vorliest, ja, die echte Reefed. Und dann kommen Leute in meinen Stream. Okay, da schreiben schon Leute, hallo. First-Time-Chatter. Dann werde ich von Julian Stories direkt gehatet. Aber ist kein Problem. Als neuer Streamer muss man ein bisschen durch den Hate durch. Ist in Ordnung. On God. Ihr macht coole Jugendsprache bei Hugo. Ich glaube, wir müssen das hier runter machen. Damit mehr Leute eventuell erkennen, dass es mein Setup ist. Vielleicht bei Basti. Guck mal, ich kenne Basti richtig gut. Ich bin da richtig gut mit Basti. Ich liebe Basti. Das schreibe ich jetzt auch richtig cringe. Schreibe ich das hier auch rein. Hi, Basti. Ich bin's, Tony Reefed. Subscribe bei Hugo oder donate. Piki, das ist eine Gold-Taktik. Ich habe schon 12 Follower. Dima ist mir gefolgt. Und wisst ihr, was das Gute an dem Ganzen ist? Jetzt geht's nämlich los. Dima ist nämlich ein Zuschauer von mir. Oh mein Gott, mein Chat ist da, ja. Durch welchen Chat habe ich euch abgeworben? Jemand hat ihn dann Offline-Chat geschickt. Ja. Jetzt zieht der Erfolg ab und die Leute, die bei 2 Followern in Chat aktiv waren, werden vergessen, Hashtag abgehoben. So ist es. Peak ist auch da. Ich habe 17 Follower. Und das 10 Minuten, bevor es vorbei ist. Oh mein Gott. In 10 Minuten wäre es nämlich vorbei gewesen. 32 Zuschauer, ich pack's nicht. Ab jetzt geht's nur noch bergauf. Okay, ich schreibe trotzdem nochmal. Ich schreibe trotzdem nochmal auf unangenehm bei Basti in Chat. Wir versuchen es noch einmal. Ich bin echt. Es wundert mich, dass ich nicht gebannt werde. Guck mal, die Musik ist auch passend. Ich ziehe jetzt mein Bikini aus. Oh. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt bekannt genug, um nicht mehr auf solche Sachen angewiesen zu sein. Bei Basti geht niemand auf mich ein. Bei Isa wurde ich gebannt. Ich hab dich bei Basti gefunden. Ich zieh mir jetzt aber wieder mein schwarzes T-Shirt an, weil ich weiß nicht warum. Ich hätte gern wieder mein schwarzes T-Shirt. Aber bitte geht nicht. Bitte. 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 Wirklich bitte. Oh mein Gott, ich muss es mit den 5 Euro auf den Titeln rausschreiben. Ich werd arm. Ja, ihr kriegt eure 5 Euro. Ihr kriegt die. Okay. Wir machen jetzt noch die Donation-Taktik bei Basti. Bei Hugo, der hat 0 Euro nach den Steuern. Der hat's nötig. Hi. Ich bin wirklich echt on God, for real. Das Ding ist halt, ich will jetzt nicht sowas reinschreiben wie schaut in meinen Stream. Echt Reefed in Klammern, ich schreib so eklig auf Twitch. So mache ich das, das der Ranzige. So, Toss-Fremdwerbung, ja, bann mich doch, Hugo. Hi, ich bin wirklich echt on unterstrich week unterstrich card unterstrich fr unterstrich freitag. Boah, okay. Weiß ich nicht. Bro, ich habe noch nie 3 Euro so unnötig ausgegeben wie das und ich habe schon viel unnötiges Geld. Niemand aus dem Chat geht überhaupt drauf ein. So fühlt ihr euch, wenn ihr donatet bei Streamern. So fühlt ihr euch. Das ist ja scheiße. Das mache ich nie wieder. Wieso wird immer ein Chat gespammt? Ich habe keine Mods. Lass das bitte. Oh, da schreibt jemand rein. Das ist die echte Reefed @letshugo. Weil falls das schon drin war.
Alles falsche Schuld. Ja, aber es juckt halt niemanden. Leute, ich habe ja gar nicht drauf geachtet. Wir haben ja 50, 52 Zuschauer, 41 Follower. Also die Challenge ging ja unnormal gut. Das ist eine gute Frage. Wieso habe ich 52 Zuschauer und nur 41 Follower? Wer folgt hier nicht? Dankeschön, Freezer, Camo, so muss das nämlich. Kannst du dich noch dran erinnern, als es 2 Follower hier gab? Femorillo Fox, ich bin dir für immer dankbar. Du warst mein erster Follower auf diesem Kanal. Du bist eine lebende Legende. Ich mach noch mal zum Ende hin noch mal die Strat, die TikTok-Strat. Follow ist gleich Haare abschneiden. Kommt vielleicht noch einer rein, ha? Die letzte Minute bricht an. 56, also Fazit, außer es will jetzt noch mal kurz jemand in der letzten Minute reinfolgen. Das Fazit ziehe ich dann nach dem Stream, aber das lief sehr gut. Das lief sehr gut. Danke, dass ihr es zu mir gefunden habt. Hier, Special Shoutouts an die OGs, wirklich. Die allerbesten, die da ganz am Anfang reingefolgt haben. Guck mal, ich kann es gar nicht mehr sehen. Ich muss so weit runterscrollen, dass ich gar nicht mehr sehe. Das war's mit meinem 1-Stunde-Stream. Tschö mit Ö. 4, 3, 2, 1. Piss dich alle. Das war's mit 1-Stunde-Stream. Es lief erstaunlich gut. Leider lädt die Statistik gerade nicht. Falls sie bis zum Video-Upload geladen hat, ist sie hier einmal eingeblendet. Aber bei mir steht jetzt gerade als letzte Followerzahl 64 Follower in 1 Stunde. Das Ganze war natürlich sehr begünstigt dadurch, dass das irgendwie dann in meinen Offline-Chat gelangen ist. Das war halt wirklich sehr zu meinem Glück. Aber ich habe keine Werbung gemacht. Von mir kam es nicht. Außer bei Hugo und bei Isa, wo ich jetzt gebannt bin. Und bei Basti. An der Stelle auch nochmal Shoutouts an Basti GAG. Das ist nicht ganz sein Format, aber er hat was Ähnliches. Und zwar gegen Kevin vor 4 Jahren mal hochgeladen, was ich auch sehr cool fand. Und das ist so ein bisschen ähnlich. Deswegen Shoutouts Basti. Du bist natürlich nicht scheiße. Du bist der Beste. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende und einen guten Start in die nächste Woche. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag. Ganz liebe Grüße. Prost.